Herzlich willkommen zurück zu Alone in the Dark 5. Ja, wir gehen mal weiter hier. Leider kann ich das Spray nicht mitnehmen. Gehen wir mal hier hoch. Und hier lang. Na, Bus. Du siehst schon sehr verdächtig aus. Ja, klar. Oh, was war mit dem? Jimmy Glitchy. Ja, was soll ich mit dem? Ah, ich weiß schon, was sie meinen. Einfach mal aufschießen. Wieso brennt der jetzt? Schnell hoch. Yeah, yeah, yeah. Jetzt hätten wir ja beinahe. Muss ich gleich mal gucken, ob wir uns heilen müssen. Gehen wir mal ganz hoch. Mal irgendwo. Da haben wir auch noch was. Das war's. Das wollte ich nicht. Ich verwechsel das immer. So. Moment mal, da unten sind wir lang gegangen. Das müssen wir jetzt hier hoch. Oder hier lang zumindest. Und es ist gut, dass der. Oh, die Taschenlampe noch eine Hand. Also tut er ja da, muss ein paar Finger benutzen. Oh oh. Oh oh. Sollen wir doch nicht etwa ins Auto rein? Uiuiui. Mal schnell wieder aussteigen. Genau deshalb. Da rein. Oh, 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 oh. Was ist denn das da in der Mitte? Haben wir denn noch Brandmunition? Haben wir ja. Okay. Dann können wir das mal schön abschießen. Und seht ihr da unten den kleinen Goldfisch? Da gibt's eine. Wenn er den abschießt, kriegt er eine Trophäe. Na komm her. Ah, verflixt. Schwimmt aber immer dieselbe Kurve. Hier am Brett werden wir ihn auflauern, wenn er hier vorbeikommt, obwohl er da oben ja eine Weile stehen bleibt. Ach, gehen wir erstmal runter. Haha. Den haben wir.
Armer Goldfisch. Ja, Munition müssten wir aber eigentlich auch mal ein bisschen sparen. So, heilen muss ich mir jetzt nirgendwo. Ich guck aber mal. Prozent, 100%. Kombinieren mit Waffe. Also das müsste ja hier, wir haben ja jetzt das immer benutzt. Ja, hat auch bloß nur eine Patrone. Schmeißen wir mal raus. Und nehmen die neue Flasche mit. So. Da unten sind noch Patronen. Sehr schön. Ja, ansonsten hätten wir hier noch zwei Flaschen. Hier hinten wäre noch eine Alkoholflasche. Können wir aber auch nicht mitnehmen. Dann gehen wir mal weiter. Und das sieht mir ja ganz stark nach Kanalisation aus. Oh, die Musik gefällt mir auch schon wieder nicht. Wie bei Theo? Nein, danke. Was machen die Erinnerungen, Mr. Carnby? Immer noch im Limbo verschollen. Carnby? Ja, so heißen sie, dämlicher Trottel. Edward Carnby. Theo warnte davor, dass das Ritual ungeahnte Nebeneffekte haben könnte. Sie haben in ihrem Leben ein paar unglaublich schlimme Dinge getan. Echt, sie sollten uns wirklich dankbar sein. Ich an ihrer Stelle würde auch lieber vergessen. Aber wenn sie sich erinnern möchten, könnte ich ihnen wohl helfen. Sagen Sie mir. Crowley! Verdammt! Ja, keine Ahnung, ob wir uns erinnern möchten. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Hier ist Strom. Und da müssen wir wohl darüber. Das ist sehr leicht. So. Jetzt ist der Strom weg. Jetzt können wir da in Ruhe durchgehen. Aber wir haben noch. Wir haben noch. Waffe raus. Oh, hier ist auch wieder Strom. Da gehen wir mal hier lang. Oh, oh. Viecher. Ah, hier hätte man auch wieder auf Flaschen schießen können. Ja, und so ein Spray kann man natürlich auch schön als Dings benutzen. Überlege, ob ich mir auch so ein Spray noch mitnehme. Das könnte man dann mit einem Feuerzeug kombinieren. Ja, hau ich mal raus. Nimm das Spray mit. Und werde jetzt mal. Verwenden. Genau. So, die Kombination. Nein, das ist die falsche Kombination. Die Kombination wollte ich. Die packen wir jetzt mal. So können wir das jetzt nicht. Ach so, das müssen wir hier machen. Die packen wir jetzt mal da rein. So. Was krabbelt denn da hinten noch? Ah, vielleicht ist es ja auch nichts. Nimm aber jetzt mal das wieder.
So, dann müssen wir hier auch nochmal den Strom ausschalten. So. Damit wir da hinten weiterkommen. Aber ich befürchte, dass jetzt da oben welche sind. Genau. Ja, und die haben so eine ätzende Säure. Die können dann, glaube ich, auch anspucken. So, dann gehen wir mal weiter. Uiuiui, hier ist auch wieder Strom. Aber da muss ich, da oben sind wieder die Ratten. Habt ihr gesehen? Oh, oh. Jetzt müssen wir hier den... Ah, haben wir nochmal Schwein gehabt. So, hier können wir runter. Ja, die Tür da hinten müssen wir, glaube ich, da müssen wir rein. Aber das Kabel hier hängt im Wasser. Das heißt, wir nehmen uns hier so ein Paddel. So. Und werden das... Nee, so wollte ich das nicht, mein Freund. Du stellst dich mal jetzt hier hin. Andere Seite. Na, wie gesagt... Ah! Ja, das geht auch schon. Hauptsache, es ist nicht im Wasser drin. Da brennt Feuer. Weiß jetzt ja nicht. Schmeißen wir mal weg. Munition. Ja, was soll ich jetzt mit einem Ast? Hier hätten wir auch nochmal ein Heilspray. Hier drinne. Ja, können wir leider nicht mitnehmen. Aber wir können ja mal gucken, ob wir uns heilen müssen. Nee, müssen wir nicht. Dann können wir ja mal prüfen, ob unser Heilspray 152, können wir das rausschmeißen. Dann nehmen wir uns lieber ein volles mit. So. So, jetzt müssen wir... Ich gehe mal lieber wieder in eine Ich-Perspektive. Ach, ich glaube die Tür... Ne, ich glaube, die musste ich mit was Stärkeren mal nachladen. Ja, ist blöd, dass man dann immer wieder... jetzt sind wieder normale. Dass man das immer wieder neu machen muss. Aber ich... Ah ja. Na, was ist? Auch gleich mal stillhalten können. Wir brauchen nämlich das da. Das ist, glaube ich, explosiv. Das stellen wir mal hier hin. Ja, wenn es dann mal stehen bleiben würde. Aber ich glaube, das müsste reichen. Nein, 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 nein. Es rollt einfach weg. Kannst du das nicht hier irgendwie? Ja, wie soll denn die Tür aufgehen? Aber vielleicht reicht die Explosion ja, wenn wir das hier so platzieren.
bezweifle ich. Moment mal. Das glaube ich nicht, dass die Explosion reicht. Das muss hier hin. Wo ist es jetzt? Jetzt sieht man es gleich gar nicht mehr. Ja, hier unter Wasser. Prima. Viel zu weit weg. Oder kann ich die vielleicht so? Ich glaube, die Tür, die ließ sich nicht so. Die musste man, glaube ich, aufsprengen. Ja, gehe ich jetzt mit dem Fuß weg, rollt das Ding wieder runter. Viel zu weit weg. Na prima. Vielleicht können wir es ja hier in der Ecke irgendwie. Da liegen bleiben, da liegen bleiben. So, mal gucken, ob das ausreicht. Ja, das hat ausgereicht. Habt ihr gesehen? Oh oh. Das schwarze Zeug, das ist richtig ätzend. Das müssen wir jetzt dahinter drängen. Das Zeug hat nämlich Angst vor Licht. So. Da gibt es nachher noch eine Stelle, die ist, oh oh. Den verbrennen wir mal lieber gleich. Das war so ein Dings, wo so eine Viecher rauskommen. So. Hier müssen wir nur das Kabel rausholen aus dem Wasser erstmal. So. Damit wir da an das Drehding rankommen. Aber ich befürchte, ja, die sind, glaube ich, zu. Können wir nämlich das erstmal. Aber da ist auch wieder so eine schwarze Brühe. Verstehe jetzt gar nicht, warum. Ah ja, da war das Drehrad. Jetzt brauchen wir nämlich schön viel Holz. Was wollen wir da alles schon hinlegen? Soll man da hinten noch liegen? Ach, Munition ist auch voll. Können wir die jetzt vielleicht mitnehmen? Knicklichter, ja. Knicklichter wären auch gut. Aber ich mache das anders. So.
Ach, da haben wir ja noch Feuer. Aber ich habe gehört, die Zeit ist um. Ja, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal.